Nationalpark Schwarzwald. 6 Uhr morgens. Während die meisten Menschen noch träumend in ihren Betten liegen, beruhigt sich der Wald langsam. Hier war in der Nacht nämlich einiges los, denn dann ist die Natur wieder ganz in der Hand der Tiere. Wo sich Wildschwein, Fuchs und Co. wohl letzte Nacht so rumgetrieben haben? Das möchte Peter Sürt an diesem Morgen untersuchen. Er ist Wildtierbiologe. Das Spurenlesen gehört zu seinem Job. Unter anderem gibt er Kurse und Führungen im Nationalpark, bei denen Besuchern das Lesen von Spuren beigebracht wird. Denn um den Bewohnern des Schwarzwaldes auf die Schliche zu kommen, ist ein geschultes Auge nötig. Einfach nach Abdrücken suchen ist zwar ein Anfang, doch im Wald schlummern häufig viel mehr Hinweise. In erster Linie denken alle natürlich am Boden gucken, was man da für Pfotenabdrücke oder Hufabdrücke findet, auf weichem Boden, sandigem Boden, lehmigem Boden. Ich kann natürlich eben an den Bäumen so Löcher im Baum finden, das war dann oft der Schwarzspecht. Wenn es kleinere Löcher sind, sind es andere Spechte. Man kann Kot finden, also alle Tiere, die fressen nicht nur. Ich kann Fraßspuren finden, hinten kommt alles wieder raus. Das heißt, diese Kotspuren kann man auch finden. Man kann Schlafspuren finden, man kann Liegespuren finden, man kann Laufspuren finden. Jedes Tier hinterlässt in irgendwelcher Form irgendwelche Spuren. An den Spuren kann Peter Sürt unter anderem erkennen, ob ein Tier rennt, springt oder sich vielleicht nur kurz ausgeruht hat. Sogar eine Jagd zwischen Fuchs und Hase könnte der Wildtierbiologe nur an den Pfotenabdrücken erkennen. Ganz richtig ist der Mythos, dass man mit der Spurensuche auch wirklich Tiere entdecken kann, aber nicht. Wenn man ein bisschen Erfahrung hat, dann kann man einschätzen, wie alt die Spur ist und dann kann man auch ein bisschen einschätzen, ob das gerade vorbeigegangen ist oder ob das schon ein bisschen länger her ist. Und zumindest kann man feststellen, die Tiere sind da. Wer also im Nationalpark ganz genau in die Wildnis reinhorcht, der wird auch fündig. Bei der nächsten Wandertour also einfach mal die Augen offen halten.